dass wir bei der Architektur hier, bei diesem Neubau, mit beachtet haben, dass die Räume, die Klassenräume, etwas von einer Stube, von einem Wohnzimmer haben. Deshalb sind eben auch überall Bilder und Vorhänge. Und das sollte eigentlich ein bisschen gemütlicher sein, als die Schulen damals waren. Worauf es uns ankam, wir haben gemerkt, dass Kinder also nicht die Freude hatten in der Schule, die wir uns eigentlich vorgestellt haben. Weil für uns stand das Kind immer in der Mitte. Ein Kind in dieser Offenheit dem Leben gegenüber, in der Neugier, in der Erwartung, was zu lernen ist. Das war für uns wichtig. Junge Menschen lernen, zu prüfen, zu diskutieren, zu sehen, was kommt auf sie zu. Also ich denke mir, Schule ist doch der Ort, an dem ein Kind so in der Fortsetzung von dem Leben von zu Hause ist. Also das Kind braucht Menschen, denen es vertrauen kann, Menschen, die an das Kind glauben, die das Kind fördern und erkennen, welche Begabungen es hat, welche Schwächen es hat und vor allen Dingen, dass das Kind Vertrauen findet, Freunde findet. Dann ist es wichtig, dass da Menschen sind, die einen ermutigen, halte durch, bleib dabei, du kannst das. Ich denke, dass es wohl selten eine Schule gibt, in der die Lehrer die Kinder und die Jugendlichen so gut kennen wie in unserer Schule. Ja, was das Derksen von anderen Gymnasien unterscheidet, ich denke, wenn man hierher kommt oder zum ersten Mal den Weg hierher findet, und ich habe mich zuerst gefragt, ob ich an der richtigen Adresse bin, weil es so gar nicht nach Schule ausschaut, dass es in diesem kleinen Rahmen, in diesem schönen kleinen Rahmen noch möglich ist, dass Beziehungen zwischen den Menschen entstehen. Und ich nehme das auch so wahr, dass hier die Zwischenmenschlichkeit das Besondere am Derksen-Gymnasium ist. Was einem Schüler hier geboten wird, letztendlich die Möglichkeit, das Abitur zu machen, mit den gleichen Rechten und Pflichten wie an allen staatlichen Schulen, da wir staatlich anerkannt sind. Das heißt, 10. Klasse hier bestanden ist gleich mittlere Reife. Und natürlich wird das Abitur auch hier im Hause geschrieben und die mündlichen Prüfungen von unseren Lehrern durchgeführt. Das ist der Unterschied zu den staatlich Genehmigten. Dass all das, was in Schule ja, Pflicht ist und verlangt werden muss und auch gefordert wird, auch von den Schülern, auch von den Eltern, dass das in einem Rahmen geschieht, der Leistung fördert, weil es ein Rahmen ist, der Beziehungen zwischen Menschen ermöglicht. Hier in die Schule zu gehen, egal ob als Schüler oder Lehrer, ist ein absolutes Privileg. Also wir haben hier im Haus eine sehr große Kompetenz am Personal. Wir haben eine pädagogische Leitung, der kein ausgebildeter Lehrer ist, andere Kompetenz, und wir haben mittlerweile auch zwei Schulpsychologen, so dass wir so gut aufgestellt sind, dass wir alle möglichen Ausprägungen von Besonderheiten versuchen aufzufangen. Und in dieser Form der Toleranz gibt es keinen Schülertyp, der hier nicht reinpasst. Es ist für Schüler ideal, die genau das mögen, dass es hier persönliche Beziehungen gibt und dass man auch gesehen und wahrgenommen wird. Hallo, ich bin der Maxi aus der Klasse 6a. Also ich bin die Lotti, ich bin auch in der 6a und ich bin eigentlich an die Schule gekommen, weil meine Mutter war auch schon hier auf der Schule, meine Geschwister waren jetzt auch auf der Schule. Und meine Mutter fand einfach das schön, dass die Schule hier etwas kleiner ist, dass es nicht so riesig wie den ganzen anderen Schulen ist. Wir hatten ja auch jetzt gerade noch Klassenrat. Genau, da besprechen wir eben auch irgendwie Klassenthemen, wenn es ein Problem in der Klasse gibt oder sowas. Und was ich auch sehr schön finde an der Schule ist, dass wir ein eigenes Schulanteil haben. Also dass wir zum Beispiel jetzt nicht so wie bei den meisten anderen Schulen, dass wir uns immer was mieten müssen oder sowas, sondern wir haben ein schönes Tiersee, also wir haben dort ein schönes Schulanteil, wo wir also letzte Woche auch gerade eben waren, und das macht auch immer sehr viel Spaß für die Klasse. Eine Klassenstunde ist eine Unterrichtsstunde in der Woche, in der die zwei Klassenleiter bei uns in der Klasse sind und mit der Klasse Zeit füreinander haben. Die wichtigste Unterstützung, die hier die Schule hinsichtlich Inklusion bietet, sind meiner Meinung nach die Lehrkräfte. Man kann natürlich technische Unterstützung geben. Es gibt hier Mikros, die
eingesetzt werden können für Schüler, die schlecht hören oder die auf ihre CIs angewiesen sind. Aber ich denke, das ist nur eine Nebensache. Das Wichtigste ist, dass die Lehrer bereit sind, auf Besonderheiten einzugehen. Egal, was man für technische Hilfsmittel hat, wichtig ist der Mensch, der versteht, was der andere Mensch jetzt in dem Moment braucht. Da geht es nicht nur um Behinderungen, da geht es auch darum, dass man einfach weiß, die Schülerin ist im Moment gerade seelisch sehr angegriffen. Inklusion ist das Recht von uns allen. Das ist nämlich das Recht daran, an der menschlichen Gesellschaft teilzuhaben. Als vollwertig betrachteter Mensch an der Gesellschaft teilzuhaben. Darum geht es. Also ein Lernstandsgespräch ist, so nenne ich es, manchmal sagt man auch leistungsdiagnostische Gespräche, aber ich finde das Wort Lernstand eigentlich ganz gut, beinhaltet im Wesentlichen zwei Bereiche. Im ersten Bereich soll zuerst einmal die Schülerin oder der Schüler mir erzählen, was gefällt ihr in der Schule, in der Klasse, was ist schön, was gefällt ihr vielleicht noch nicht, was sollte man verbessern, was sollte man beachten, teilweise auch mit anderen Schülern, mit anderen Lehrern. Und in einem zweiten Teil geht es dann um die Noten. Aber der Vorteil von so einem Lernstandsgespräch, sind wir gleich dabei, ist natürlich schon auch, dass die Eltern dabei sind, manchmal beide Eltern, manchmal Mutter, manchmal Vater, das Ganze auch A mitkriegen und B ergänzen können. Und von daher hat man schon mal zweimal im Jahr dieses Treffen Schüler, Eltern, Lehrer. Ich sitze hier direkt vor unseren Bienen. Wir haben zwei Bienenvölker in der Schule. Im Hintergrund sieht man auch unser Insektenhotel. Die Bienenvölker gibt es seit 2 Jahren an der Schule. Mittlerweile betreut die Bienen die Bienen-AG. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche. Und dann können die Schüler selber an die Bienenvölker ran. Was willst du von ihr? Mal mit ihr reden. Was willst du von ihr? Nichts. Wohnst du hier in der Nähe, in Monterey? Salinas. Wie heißt sie überhaupt? Willst du nicht sagen, was? Dass es eine gute Idee ist, hier mitzuspielen, weil es einfach den Alltag noch mal ein bisschen lebendiger macht und einfach man sich hier noch mal gut integrieren kann. Zum Theater gekommen bin ich hier durch meinen Bruder. Ich bin jetzt seit der 6. Klasse hier in der Theatergruppe, spiele seitdem. Ja, ich finde, es ist einfach sehr spannend, auch mal außerhalb des normalen Schulunterrichts ein bisschen was Lebendiges mit einzubinden. Und da ist, finde ich, die Theatergruppe genau das Richtige. Außerdem bietet das Derksen-Gymnasium Austauschprogramme mit Partnerschulen in Frankreich, Amerika, Russland und China an. Whatever it takes.